Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 22 Playtest. Das Original nur hier bei mir. Schön, dass du persönlich wieder vorbeischaust und wir sind hier fleißig weiter am Werkeln. Da können wir mal eben gucken, ob hier zumindest bei den Cosplay-Einstellungen drin steht, dass er machen wir mal so, ne? Genau. Also das mit dem Wenden hier, das funktioniert nicht. Kann mal irgendwann nochmal nachmalen oder so. Wie könnte man das denn beheben? Wir müssten dem eigentlich sagen, dass der Wenderadius dieses Treckers viel höher ist. Dann würde es gehen, ne? Tja. Mit welcher Tastenkombination schalte ich beide Maschinen gleichzeitig an? Steuerung B. Wieso geht das bei mir nicht? Weil du den Mod nicht installiert hast. Welcher Mod ist es? Ich glaube AI Vehicle Extension, ne? So, und wir sind hier bei Runde Nummer 2 von unserem Käse- und Butterverkauf. Den Kuchen haben wir noch gar nicht verkauft. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht so lange brauchen, um herzufahren, dass der Preis schon wieder verfallen ist. Aber ja. Das geht ja auch schon mal ganz schön schnell. Beim nächsten Mal fahren wir vielleicht dann hinten rum und dann können wir erst am Käse vorbeifahren und dann an der Buddha. An der Buddha vom Mudde. Oh, kennt ihr das? Wenn Mama es gut gemeint hat oder Papa beim Kochen und dann wird da immer so ein halbes Pfund Butter mit ins Essen getan und es schmeckt einfach besser. Und ihr habt ein Nutella-Brot bekommen und da war dann ein Zentimeter Butter drunter. Oder ein Wurstbrot mit lecker Butter drunter. Oh. Es gibt doch eigentlich nichts Cooleres, oder? Außer ja, Fleischwurst. Was? So, Fuhre Nummer 2. Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch den Kuchen verkaufen. Den Lauch. Ja, das ist schon irgendwie blöd hier, ne? So. Diesmal klappt es. Komisch. Das ist auch keine Lösung, dass ich jetzt jedes Mal hier dann nachgucke und rausspringe, aber was willst du machen? Gut. Ja, dann können wir jetzt in dem Trecker den Kurs drin lassen und dann mit der Ballenpresse drüber fahren. So. Dann haben wir wieder den Fehler mit dem Sound hier. Immer sehr witzig. Und der fährt erstmal zur Werkstatt. Na gut. Hä? Wieso gehen die denn am Ende gar nicht?
Die scheinen grundsätzlich am Ende gar nicht zu gehen, oder? Bin ich jetzt doof? Guck mal, geht gar nicht. Jetzt muss ich nur mal in Ruhe angucken. Und diese Geräusche klingen alle sehr merkwürdig, wenn du mich fragst. Was ist denn das? Wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. So. Da. Ja, jetzt müssen wir nur den Kuchen holen. Und sind schon mal bei 365.000. Ey, das ist echt Wahnsinn. Und das ist alles nur jetzt aus der Milchwirtschaft, ne? Das ist gar nicht mal so, wie man sonst immer hatte, so, ne? Das ganze Silo-Zeugs und so. Ist es gar nicht. Guck mal, wie gut das geht, wenn... Ja, wenn der Kurs hier weiter rausgezogen ist. Wie gesagt, das würde ich einmal durch den Editor schieben. Und dann... Einfach dann hinten die Enden weiter rausziehen, dann sollte es ja funktionieren. Weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass der Ingame-Editor schon geht. Aber so wie ich Cosplay kenne, ne, einen Tag nachdem ich jetzt dieses Video aufgenommen habe, wird das Update kommen und dann wird das irgendwie ja, rausgekommen sein. Ist ja immer so. So, gucken wir hier. Läuft das alles? Ja. Ja, ja, ja. Gut, wie viele Trauben sind eigentlich rausgekommen? Noch nicht so viele, ne? Rosinen. Ich mag keine Rosinen. Die Reparaturen sind auch mittlerweile ganz schön teuer. Oh Mann. So, mit dem wollten wir dann pressen. Geht ja auch ganz easy. Wir können ja von hier aus schon sagen, ne, dass er da oben pressen soll. Jetzt haben wir nur blöderweise das Gewicht ist an meinem Trecker dran. Ja, wird schon irgendwie einmal so gehen, oder? Ansonsten würde ich fast sagen, dass wir für alle Trecker dieses spezielle Stoßstangengewicht uns holen. Oder aber alle Trecker... Also... Der Trecker, der da oben ist, sollte das auf jeden Fall immer dran haben. Würde ich jetzt mal so sagen. So, und dann können wir hier sagen, ne? Zack, Crossplay einschalten, zum Feld fahren, zack, let go. Gut. Und weiter. Es ist doch ein bisschen aufwendig, ne? Aber gut. Wir werden ja demnächst rausfinden, obwohl der Müsli, ich glaube, der steckt da auch in der Produktion fest, ne? Dass es da nicht weiterging, weil wir... Ach, hier steht der Träger mit dem Bumper. Hm. Stimmt, da war ja was. Ja, mal schauen. So. Ich
Ich frage mich ja, ob ich dann gleich nochmal die Enden nacharbeiten soll, wenn das ohnehin nicht funktioniert. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall danke an den Zuschauer, der diese Idee hatte. Die ist, glaube ich, kann man so machen. Würde ich mal so sagen. Naja, mehr oder weniger zumindest. So, nochmal an, bitte. Nochmal an, bitte. Das klingt auf jeden Fall nicht gesund. Na komisch, so geht's. Und dabei macht er ja eigentlich nichts anders, ne? Hm. Aber diese ersten Ecken nimmt er nicht mit. Guck ich das mal an. Egal wie ich es mache, seht ihr das? Habt ihr das auch? Verstehe ich nicht. Das gibt doch irgendwie so gar keinen Sinn. Sie sehen mich nachhaltig verwirrt. Da. Keine Ahnung. Also, wenn ihr dafür eine Lösung habt, oder wenn das jetzt irgendwie vielleicht in diesem Patch, es wäre möglich. Also, nennt mich verrückt. Ich verrücktes Huhn, aber es könnte ja theoretisch auch sein, dass in diesem Patch was schiefgegangen ist. Ist also mega unglaubwürdig eigentlich, aber für den wirklich, also ganz unwahrscheinlichen Fall, schreibt es gerne in meine Kommentare, damit ich nicht hier wieder ewig und 3 Tage umsonst herumsuche. So. Gut, dann haben wir das. Gucken wir mal, ob der Trecker mit der Presse mittlerweile angekommen ist und auch fährt oder ob das nicht geklappt hat. Das scheint hervorragend geklappt zu haben. Er steht auf der letzten Position. Hm, komisch. Komisch. Als wenn er dann auch die letzten Wegpunkte drin gehabt hätte, ne? Und das deswegen nicht gemacht. Naja, keine Ahnung. Gut, dann helfen wir mal nach. Da sind wir ja nicht so. Ja, warum presse ich gerne mit dem Helfer? Das Ding ist einfach dieses immer dann anhalten und dann fährt man zu weit oder zurückfahren und keine Ahnung, das ist auf Dauer ein bisschen nervig. Und deswegen. Den haben wir beim letzten Feld auch so gerade nicht den letzten Ballen rausgekriegt, erinnere mich. Gut. Ja, letzte Verkaufsaktion, Kuchen. Also warum kommt hier kein Kuchen mehr raus? Seht ihr das? Das müsste eigentlich funktionieren. Oder habe ich beim Kuchen irgendwas umgestellt? Wir gucken mal, Hier Produktion. Guck mal, alle Zutaten da. Läuft. Und Ausgabe behalten. Ne? Das wäre auch richtig. Hm. Ich glaube, ich fahre hier nochmal einmal sauber rein. Dieses Gehampel, das kann sich ja keiner angucken hier.
Jo. Ja, wie gesagt, da ist... Keine Ahnung, was da nicht stimmt. Habt ihr da eine Idee? Mir wird da gerade jetzt nichts einfallen. Gut. Ja, das müssen wir alles noch in diesem Monat machen. Ansonsten sieht das doch alles schon mal ganz gut aus. Müssen wir eben noch kurz bei den Tieren vorbeischauen. Nicht, dass wir das vergessen. Ja, Nahrung ist noch da. Mineralfutter, das ist ja immer was, was man gerne übersieht. Silage ist da vorne. Heu machen wir gerade. Das sieht gut aus. Und es kommen wieder Eierpaletten raus. Das ist ja auch so eine Einnahmequelle, die wir nicht überschätzen dürfen. Wie gesagt, da gibt es eine Mod, die habe ich installiert. Die behebt dieses sehr merkwürdige Palettenlimit. Was auch immer sich Giants bei so einer Lösung gedacht hat, das mitten im... Warum will ich mich nicht aufregen, ne? Einfach, das ist einfach nicken und winken. Was war das denn? Achso, eine Kuh war das übrigens. So, klappt's denn? Jawohl. Auch ohne die Stoßdämpfer vorne drin. Da würde ich sagen, runden wir diese Folge wunderbar wie immer ab, indem wir auch hier nochmal verkaufen. Und dann können wir dann wieder ein bisschen planen. Im nächsten Monat geht es weiter mit, was haben wir, Oktober, November. Da verkaufen wir die Eier. Und im Dezember Rapsöl. Hey, wird die nächste Folge noch einmal verkaufslastig. Aber warum nicht? Und die Ballen müssen wir noch sammeln, genau. Gut, kommen wir über 400.000? Das ist so ein großes Feld, muss sich ja lohnen, ne? Und dann fahren wir mal... zur Molkerei, weil da ist das Öl. Gut, euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!